Und herzlich willkommen zurück zur Folge 48 im Singleplayer-Projekt im Direwolf Pack sozusagen. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ein paar Tanks wieder aufgestellt. Eine Biene haben wir noch gefunden, beziehungsweise hier unten drinnen. Und ich bin momentan jetzt gerade am Ausheben von dem Loch, wo wir Teeröl oder sowas etc. reinpacken werden. So, das reicht eigentlich, ne? Hier unten kann ich ja das Loch reinmachen. Das heißt, es müsste ja hier nur noch ausgekleidet werden. Da unten müsste ich noch ein runter. An diese Stelle müsste eigentlich nur Holz ausgekleidet werden. So. Dann machen wir hier wieder eine Wand hinter. So. Ich hoffe, dass mein Jetpack noch reicht. Na. Holz, 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 Holz. Und dann jetzt hier noch eine Seite. Einfach nur zum Auskleiden, das ist ganz okay. Brauche ich ja nicht so offen übertreiben. Ist ja eigentlich nur mein Anfangshaus, was ich eigentlich relativ immer erweitern möchte, wenn ich dazu die Zeit habe. Das ist immer auch die Sache. Ob ich es brauche, ob ich es nicht brauche. Beim Megaprojekt habe ich ja eigentlich übertrieben sozusagen mit dem Riesenhaus. Ob ich es hier wieder anstellen werde, weiß ich noch nicht. Das kommt immer darauf an, was ich noch hier reinbauen möchte. Es kommt ja wieder ein Atomkraftwerk in Einsatz. Es kommen wieder verschiedene Anlagen hier rein, dass das alles so stimmig hier passt. So, aber nichtsdestotrotz muss das ja auch hier verlaufen. Und dann können wir oben das Teeröl wegpacken hier. Und ich habe dann wieder Platz da drinne, dass ich wieder ein bisschen mehr Kokskohle machen kann, beziehungsweise aus Holz, vielleicht Holzkohle schon mal. So, da weiß ich, dass ich dahin muss. Gehen wir noch einen höher, ne? So, da weiß ich schon mal Bescheid. Da ist irgendwo das Loch später. Warte mal, das ist jetzt immer. Ja, das passt ja, genau. Das passt auch. Jetzt habe ich noch mal 60. Ich könnte jetzt noch mal einen machen. Habe ich dann zum Beispiel eine kleine Ecke, die man hier entweder auskleiden kann, so einfach. Ja, eigentlich relativ auch okay. Da hätte man hier zum Beispiel vielleicht noch eine Ecke, wo wir Leitungen runterlegen können oder sowas. Oder irgendwie mit Redstone verbunden irgendwas oder so. Weil ich werde ja die Tanks vielleicht abfragen. Das heißt, ist der Tank voll oder ist der Tank komplett leer? Mehr kann ich ja halt eigentlich nicht abfragen. Das werde ich aber vielleicht mit verschiedenen oder mit mehreren Computern machen. Muss ich auch mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ja, eigentlich könnten wir noch einen hier hinsetzen, ne? Das ist ja eigentlich relativ egal. Können wir eigentlich machen. Ich weiß noch nicht für was. Bin nämlich gerade überlegen. Wenn wir hier Teeröl reinpacken, hier bei der Ben also Benzinöl, Samk. Ja. Später vielleicht doch dies mit dem Redstone einsetzen, dass ich Molten Redstone und sowas noch irgendwie separat reinpacken werde. Lava oder so, vielleicht noch in Reserve. Dampf. Dampf fällt mir gerade ein, können wir hier noch zum Beispiel reinsetzen erstmal. Den von drüben holen und dann hier reinpumpen, damit wir Dampf haben. Und Dampf betreiben wir dann halt die Maschinen und lassen unsere Redstone Energy Cell erstmal auffüllen. So. Das liegt ja alles in der Hand fast schon. Das muss weg. Das beides muss weg hier. Ja, unser Jetpack ist noch ein bisschen voll. Damit komme ich eigentlich noch gut aus. Eigentlich, eigentlich. Und haben wir vielleicht, ja, wie gesagt, Lava könnten wir vielleicht noch einen Ersatztank machen oder so. Falls man die Lava aus der Hülle oder hier irgendwie weggeht. Weiß ich noch nicht so recht. Entscheidet sich alles später. Oh, warte mal, habe ich denn schon zu weit gemacht wieder? Bestimmt. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Und hier müsste doch die. Genau. Dann kommt hier wieder Holz rein. Dann brauche ich das ja nicht mehr. Upp, aber das muss weg. Weg einmal bitte. Danke. Und hier muss irgendwo das Loch rein. Was jetzt nach oben führen würde. Genau.
auch wieder nicht richtig. Nur meine Stoppuhr läuft, genau. So, und ich versuche auch, wie gesagt, das Projekt wirklich lange zu halten, weil die anderen Projekte sind ja immer so zwischendurch immer abgebrochen und ich will auch nicht so viele verschiedene Minecraft-Projekte anfangen. Das heißt, ich könnte auch noch wieder auf die 147 umschalten, dass ich mit Webpower wieder arbeite, aber eigentlich ist das relativ egal. Es gibt ja Leute, die fangen wirklich drei Projekte gleichzeitig an und dann meinen sie, sie könnten wirklich das Projekt alles meistern und dann werden sie alle nacheinander relativ immer schnell abbrechen, weil sie dann entweder keinen Bock mehr haben, keine Lust oder denken, oh, ich habe so viele Projekte, ich schaffe ich die überhaupt alle. Es passiert nun mal. Kann man nichts ändern. So, das passt jetzt aber. Hoffentlich. Plupp. Da sind Schafe, gut. Hätte ich noch ein paar Schafe in der Nähe. Das kann eigentlich alles hier raus. Vorerst. Oh, hier habe ich kaum Platz irgendwo, wo ich was reinsetzen kann. Glas. Hier sind noch Glastanks. Ein bisschen Zinnerz können wir irgendwo hier reinschmeißen. Hier ist noch was. Dann schaue ich auch mal direkt drüben, was da los ist. In der Zeit werde ich mal mein Fläschchen öffnen hier neben mir. Jetzt kriege ich noch einen Brabbelmund hier. Jop, das tat gut. Ich glaube, die ist voll, oder? Ach, die ist noch nicht. Was ist denn hier los? So wenig Dampf habe ich nur. Na gut, der hat doch gleich keinen Dampf mehr. Ja, ist alles problematisch damit noch. Wie gesagt, da muss ich auch nochmal schauen, dass ich dann noch auf Biogas und so was umschalte, aber dass ich erstmal ein bisschen an Energie geschaffe, dass ja halt der Kreislauf sozusagen dann sich langsam schließt, die Energie sich auffüllt und sowas. Muss ich auch nochmal schauen. So. Dann können wir ein bisschen Zuckerrohr abklopfen, weil ich habe noch nicht ein Feld oder so, wo ich halt alles rausbekomme. Kultivierte, will ich hoffen, dass er jetzt mittlerweile das schafft. Die nehme ich mal eben kurz raus. Dann hat er schon zwei. Dann sind das die. Dann will ich hoffen, dass er die jetzt annimmt. Die kloppen sich sozusagen darum. So, wo habe ich denn jetzt? Da sind Bäume. Also könnte ich auch mit Bäumen erstmal ein bisschen was machen. Ach ja, das sind diese Einsaplings. Ich hätte ein bisschen Weizen noch. Da könnte ich eigentlich hier drüben mal schauen, dass ich ein bisschen abgeklopft wieder bekomme. Früchte. Die habe ich vorhin auch noch nicht weitergemacht. Dass ich das Feld ein bisschen erweitere, aber die kommen ja auch sozusagen jetzt langsam in die Höhe hier. Da könnte man, glaube ich, auch noch irgendwie Apfeljuice oder so mitmachen. Dass wir nicht immer nur von den Beerenschüsseln leben müssten, sondern können wir auch mal irgendwann mit Fleisch oder sowas. Weiß ich noch nicht ganz genau. Ich möchte auch sozusagen eine Schlachtereianlage bauen. Ganz ein bisschen komplizierter. Man könnte sie einfacher dann bauen. Aber ich möchte halt so einen schönen Ablauf haben vom Gebäude her. Dass das ein bisschen relativ in einer normalen Schlachterei aussieht, sozusagen. Kühe kommen rein. Werden dann aussortiert, entweder sind sie groß oder klein. Das kann dann natürlich auch passieren, dass die Kühe dann in kleiner Form durchhuschen, dass sie sofort aussortiert werden. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich das anstellen werde. Und wie dieses Haus aussehen wird. Aber es wird ja ab ja noch Zeit, sozusagen. Es muss ja das Dorf noch ein bisschen ausgebessert werden. Das sieht ja auch nicht mehr so schön euer aus. Da wollte ich auch noch ein bisschen was mitmachen. So, hier ein paar Möhrchen noch. Können wir auch Schweine irgendwie züchten oder so. Und hier sind noch ein paar Melonen, Kürbisse. Alles super. Das gefällt mir doch gleich besser. Nimm lieber die Axt. Geht nicht schneller, aber. Ach, ist auch egal. Aber ich glaube, bei Kürbissen geht das schneller. Yep. Bei Kürbissen geht das schneller. Das Weizen ist noch nicht mal fertig. Wundert mich eigentlich. Eigentlich habe ich so weit ein paar Chunks, dass sie halt laden. Aber ich könnte auch noch einen Chunkloader hier irgendwo hinsetzen. Dass das ein bisschen größer von der Distanz her lädt. Weil wenn ich da hinten bin, kann ja nicht alles direkt laden. So. Aber nichtsdestotrotz ist der Part gleich schon wieder zu Ende. Beziehungsweise, wenn ich jetzt am Bett stehe, werde ich ihn erstmal kurz beenden. Bis dahin, euer Flash-Shooter-B und tschüssen!